Es gibt so gewisse Gartenregeln, die sollte man zumindest mal hinterfragen. Das eine, schon von meiner Oma gehört, Pflanzen gehen kaputt, wenn man die in der knallenden Sonne gießt. Warum gehen die kaputt? Konnte meine Oma mir dann auch nicht sagen. Die verbrennen dann. Vom Wasser? Ja, keine Ahnung. Gibt ganz viele Theorien, das Wasser ist wie ein Brennglas oder die kommen einfach nicht damit zurecht. Wäre im Grunde genommen ein super Herbizid, ein Unkrautmittel. Einfach Wasser über Unkraut und ihr seid das Unkraut los. Funktioniert aber nicht. Und da sprechen wir heute mal drüber. Ich komme jetzt, weil ich die Zeit anders nicht habe, sagen wir mal nachmittags um 3 in den Garten. Teilweise sehen die Pflanzen super aus, andere hängen. Und die tun einem natürlich leid. Soll ich jetzt bis abends warten oder soll ich denen Wasser geben? Also wir haben hier zum Beispiel gar nicht die Chance abends, also wir können ja nicht nur, ne, wir müssen unsere Arbeit machen und wir gießen eigentlich grundsätzlich durch. Man kann pauschal sagen, dass alles, was direkt auf die Erde geht, wo die Blätter gar nicht nass macht, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das wird einfach nur die Erde feucht, ne, wenn man in den Topf reingießt. Die andere Sache ist halt diese Brennglasgeschichte, aber manchmal hat man gar nicht die Wahl, man muss gießen. Man kann auch nicht nur unten drunter, wenn es ganz dichte Pflanzen sind. Sonst sind sie sowieso tot. Also lieber ein verbranntes Blatt. Aber ehrlich gesagt, wir haben noch nie irgendwie einen Wasserschaden, also einen Brennglasschaden oder irgendwas gehabt. Oder dass die dann zu sehr sich anstrengt durch dieses Wasser. Das wäre ja höchstens so, als wenn man uns ins kalte Wasser schmeißt, vielleicht ein kleiner Schock oder so. Aber was glaubst du denn, woher kommt dieser Mythos? Oder es gibt ganz viele alte Sachen. Also wo ich Kind war, hat man uns erzählt, man darf zum Eis kein Wasser trinken, von Läuse im Bauch bis sterben und sonst was alles. Dann war ich in Griechenland, habe ein Eis bestellt im Restaurant und man kriegt mal ein Glas Wasser dazugestellt, automatisch, also kostenlos wird dazugestellt. Du lebst ja, noch. Ich du lebe noch. Ja. Und ja, es gibt halt viele Sachen, weiß man nicht, wo sie herkommen. Vielleicht mag irgendwo ein kleines bisschen dran wahr sein, aber wenn es wirklich so wäre, bei Sonne nicht gießen, dann müsste bei mir ständig alles kaputt gehen. Gut. Hab mal eine Gießkanne dabei. Das sieht sehr trocken aus. Trotzdem, man kann schlauer und man kann wenig schlau gießen. Und wir zeigen jetzt mal anhand dieser, was wird es sein? Brokkoli, Kohlrabi? Das ist Superschmelz. Superschmelz, Riesengemüse. Einfach mal, wie du die gießen würdest. So, hier mal aus der Nähe. Das sieht jetzt allerdings nicht vertrocknet aus. Nein, die stehen ja schon eine Weile im Boden, haben garantiert die Wurzeln schon etwas tiefer gemacht und da unten ist einfach noch Feuchtigkeit da, auch wenn es oben ganz trocken ist. So, und jetzt einfach über die Blätter, das wäre Quatsch, ne? Ja, das ist ja dann auch wieder, also wenn man es vermeiden kann, dann sollte man die Blätter nicht nass machen. Weil? Manchmal, ja, es gibt ja wieder Sachen so, wie das Pilzsporen auskeimen können. Gut, jetzt wäre es so schnell wieder trocken im Moment, da passiert nichts. Ja, punktuell eigentlich an die Pflanze selber dran. Jetzt läuft hier alles schön weg. Im Idealfall könnte man jetzt noch einen kleinen Gießrand machen, aber das ist bei unseren Mengen einfach zu aufwendig. Wenn man jetzt einfach drüber braust, passiert nämlich genau das, was man hier sieht. Dann fängt das Unkraut an zu keimen. Und das kann man eigentlich ja vermeiden, indem man diese feuchte Stelle relativ klein hält. Und was man machen sollte, ist immer wieder dem Wasser Zeit geben zum Einsickern. Also im Prinzip erstmal die ganze Reihe durchgießen, immer ein bisschen und dann das Ganze 2-3 Mal wiederholen, dass einfach das Wasser auch Zeit hat, nach unten einzusickern. Also immer so einen kleinen Schluck? Ja, genau. Wenn ich jetzt mehr gieße, läuft alles weg hier zu den Seiten. Also lieber warten, bis es eingesickert ist. Natürlich jetzt nicht wie wir hier für die Kamera einfach daneben stehen und warten, sondern man kann ja in der Zeit erstmal weiter gießen. Wenn man die Reihe durch hat, kann man vorne wieder anfangen. Und dann vielleicht noch ein drittes Mal. Genau, 3-mal, 4-mal, 5-mal. Einfach, dass das Wasser schön tief eindringen kann in den Boden. Und damit simuliert man, glaube ich, eher natürlichen Regen, als wenn man jetzt alles auf einmal drüber kippt. Genau, also wenn man alles auf einmal kippt, man sieht es ja hier auch, es läuft zur Seite weg. Und ja, so schnell kann der Boden das gar nicht aufnehmen. Also er braucht wirklich Zeit, dass es ja, durchzieht und runtersickert. Und dann ist auch unten so eine Feuchtigkeitsglocke da, die nicht in einer halben Stunde wieder trocken ist. Nicht? Weil wenn du jetzt hier in einer halben Stunde gucken gehst, ist es ja gut, die Sonne geht langsam runter, aber trotzdem noch so warm, das wird in einer halben Stunde alles wieder trocken aussehen. Jetzt wird es einigen von euch schon in den Fingern jucken und gleich unter das Video zu schreiben, warum ist da nicht gemulcht? Wenn ihr da mulchen würdet, müsstet ihr viel weniger gießen. Und
Ja, viel weniger weiß ich nicht, aber ein ganzes Stück weniger kann man bei so einer Fläche aber nicht machen. Wo soll das ganze Mulchmaterial herkommen und die Arbeit und so weiter? Aber jeder, der einen Gemüsegarten hat, der wie ich zum Beispiel hinten ein Stück hat mit Brennnesseln drauf, Wildkräuter, irgendwas, kein Problem, immer wieder absensen zwischen die Pflanzen. Und das Wasser, was man gibt, kann so weniger verdunsten. Genau, es bleibt länger, der Boden bleibt schon länger feucht, das stimmt. Man muss vielleicht nicht so häufig gießen, nur jedes zweite oder dritte Mal. Man spart schon einiges. Nur man hat natürlich auf der anderen Seite auch die Arbeit. Man muss das Mulchmaterial haben. Ist im kleinen Rahmen alles wunderbar, kann man toll machen bei uns. Einfach zu viel. Was ich aber schon gesehen habe, weil das mit dem Mulchen ja von einigen so gehypt wird. Ich nenne das jetzt wirklich mal gehypt wird, ist eine gute Sache. Will ich nicht schlecht reden. Ja, die kaufen sich dann in Plastiksäcken Stroh. Und das mit dem Stroh, gerade dieses für Pferde und so, kann einen Nebeneffekt haben. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr bei meinen Bohnen gemerkt. Ich hatte zwar kein Stroh geholt, aber die Einstreu von den Hühnern. Die Bohnen sind nicht gewachsen. Da hat man schon mal drüber gesprochen. Das könnte dieses... Genau, es gibt Spritzmittel, die dann da auch angewendet werden. Eigentlich nicht dürfen bei so einem Stroh. Genau, eigentlich, das Mittel ist zugelassen, das darf man, aber eigentlich darf dann anschließend Material, was auf dieser Fläche gewachsen ist, für die nächsten, wenn ich es falsch sage, anderthalb, zwei Jahre, nicht vom Hof runter. Und es passiert aber doch immer wieder, dass dieses Stroh dann verkauft wird und dann sind einfach noch Wuchsstoffe bzw. Ja, Wuchshemmer. Wuchshemmer drin und die haben, selbst wenn das jetzt... vom Pferd gefressen wurde und dann der Mist von dem Pferd da drauf kommt, man hat immer noch diese Eigenschaften da. Das will man nicht haben. Also am besten, wenn man das Mulchmaterial irgendwie selber anbauen kann. Und bitte seid auch nicht so verbissen mit dem Mulchen. Es gibt auch immer wieder Situationen, wo man nicht mulchen sollte. Ich hatte zum Beispiel letztens gesät, gezeigt. Und da war die Frage, warum ist da nicht gemulcht auf der Fläche? Ja, ich lasse ja nicht jetzt mein Salat oder so erst durch so eine hohe Mulchschicht durchgehen. Das würde gar nicht funktionieren, weil ist ja der Sinn des Mulchens ist ja neben dem Feuchtigkeit halten auch Unkrautunterdrückung. Und der Mulch kann ja nicht unterscheiden, ja, jetzt habe ich Salat gesät, den lassen wir mal durch und das Unkraut nicht. Also wenn, dann erst, wenn die Pflanzen ein bisschen größer sind. Genau, wenn mulchen, dann richtig und mit Sinn und Verstand. Ja, das war wieder mal ein Gartenmythos, über den wir einfach mal gesprochen haben. Vielleicht wisst ihr ja, was die Leute sich dabei gedacht haben, dieses nicht in der Sonne gießen. Vielleicht ist irgendwas, was wir übersehen haben. Vielleicht haben sie noch ein paar andere Mythen, die wir uns mal vornehmen können. Genau, schreibt es mal in die Kommentare und ansonsten genießt den Sommer. Wir sagen, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.